Hallihallo und willkommen zurück zu einem neuen Teil von Witcher 3. Ja, wir haben gestern ja diesen, was war das, Feuermagier oder so? Oh, so ein, so ein Priester, so ein Feuerpriester umgebracht. Und jetzt reiten wir endlich mal hier zu dem Wirt. Zu dem müssen wir ja jetzt. Muss ich erst mal gucken, wie ich da hinkomme. Und zwar da lang. Ich mache mir eine Schleuder und jagieren damit. Ich mache mir eine Schleuder und jagieren damit. Oha, bitte. Oha. Los, los. Ist das ein Weg hier oder was? Warum Platz hier? Das ist doch kein Weg, ey. Los, lauf! Das ist doch überhaupt kein Weg. Das ist alles andere, aber kein Weg. Das da hinten ist ein Weg. Langsam, langsam. Wo rennt denn jetzt das Vieh hier lang? Der rennt überall lang, aber nie da, wo er soll. Warum ist da schon da irgendwas? Wir müssen da lang. So, ich glaube, ich muss dort lang. Das war links. Geh mal weg hier. Geh mal ab. Das ist doch noch eine Quest. Oh. Und so ein blöder Wachhund gerade. Der war doch bloß Level 4, ey, oder? Schattenlocke schon. Langsamer. Das muss einer. Ach, das machen wir jetzt nicht. Ich habe mir vorgenommen, jetzt erstmal die Quest zu machen. Von dem Dings der Bums. Wir sind hier lang. Und dann da hoch. Es sieht hier schon überall ganz schön trostlos aus. Zerstörung und irgendwas unten alles. Töte ich sie eben selbst und verstecke sie unter dem Holzfußboden. Na diese klar. Bastarde werden sie nicht kriegen. So siehst du schon aus. Warte dort auf mich, verstanden? Ja, Papa. Los, schnell! Kann man hier? Hier ist doch schon wieder so. Vermisst Mikkel. Mein Bruder Mikkel wird vermisst. Wer ihn findet oder mir wenigstens sagen kann, was ihm zugestoßen soll, großzügig. Schon wieder? Hab ich nicht vorhin schon einen Bruder? Wir nehmen einfach mal alles hier an, wer weiß. Quest. Das hier ist Stufe 5, Nebenquest Stufe 7. Hexerauftrag. Oh, Stufe 33, Gottes Willen. Das können wir noch nie machen. Wir gehen erstmal in die Kneipe rein. Gehen wir in die Kneipe. Das sind aber nie viele. Hallo, guter Mann. Hallo. Ich suche einen Mann. Nennt sich Hendrik. Was willst du von ihm? Ich möchte mit ihm reden. Worüber? Gib mir was Starkes zu trinken. Ein Schnaps.
Schnaps für den Weg. Du musst verschwinden. Zur Hintertür raus. Warum? Wir kriegen Gesellschaft. Wer ist das? Wirt! Wodka! Was sind das für welche? Wer ist das? Sieht aus wie ein tapferer Krieger. Hat zwei Schwerter. Hey, Grauhaar! Warum hast denn du zwei Schwerter? Bestimmt hat er auch einen zweiten Schwanz in der Hose. Bist du taub? Spuck endlich aus, wer du bist. Oder soll ich dir die Worte mit dem Messer von der Zunge kratzen? Ich bin ein Hexer. Du wunderst dich über meine Schwerter, ja? Das eine ist für Monster, das andere für Menschen. Und ich habe nur einen Schwanz, klar? Berühre ihn nicht. Sieh ihn nicht mal an. Er ist schlimmer als ein Leprakranker. Sah mal einen in Aktion. Legt ein halbes Dutzend um. Überall war Blut. Der Mutant hat nicht mal geschwitzt. Tja, an siehste? Ihm klebt der Gestank des Todes. Folge mir, wenn du rasten willst. Ich kann dir eine Bank anbieten. Eine Bank? Hat der kein Bett oder was? Ich ging ins Haus und da war dieser Trottel mit einem Typen, der aussah wie sein Sohn. Ein hübscher Junge, dachte Bank. Ich. Bank? Hurensöhne verstecken. Danke, dass du mit diesem Schwein keinen Streit angefangen hast. Ich stecke meine Nase nicht in die Angelegenheiten anderer. Willst du über Nacht bleiben? Nein. Ich suche nach Hendrik. Er lebt in Heidfelde. Noch nie davon gehört. Auf der anderen Seite des Hügels. Heute früh sah ich dort ein seltsames Glühen. Kaiserliche Truppen auf Beutezug vielleicht. Wer weiß. Weißt du noch etwas über Hendrik? Merkwürdiger Typ. Kam grundlos aus dem Nichts. Machte sich an eine Witwe heran, deren Mann für einen Laib Brot niedergestochen wurde. Die Männer des Barons mögen keine Fremden. Ja. Und er ging ihnen immer aus dem Weg. So als wüsste er stets, wann sie kommen. Er ist dann immer verschwunden. Danke, Wirt. Such in Heidefeld nach Agenten namens Hendrik. Kann man denn hier nicht spielen mit irgendjemandem? Was ist das für einer? Bruno. Ein Hexer? Und keinen Moment zu früh. Warte mal. Leb wohl. Bis dann. Das ist bestimmt der Auftrag hier mit Level 33, ey, Gottes Willen. Da renne ich ja in den sicheren Tod. So, jetzt müssen wir gucken hier. Wo könnten wir... Also wir müssten darüber. Dann reiten wir doch da mal hin, oder? Glückse! Das weiß ich, kannst du suchen, wo du willst. Eines Tages kannst du dich verstecken. Komm schon, Plätze! Mach langsam! Komm schon mit dem, mach langsam! Das war's schon, mehr hast du nicht? Das ist alles! Herr, komm jetzt! Ich schwöre beim Grab meines Kindes! Hier ist das! Danke, Herr! Hier nützt niemand, lauf, Plätze! So, wir müssen hier lang. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir diesen Hendrik finden. Bin ich ja mal gespannt. Will der mich verarschen? Jetzt will er dort hin. Hat der eine Macke oder was? Nein. Schon irgendwie gehen. Oh, Wasser. Hier aus, ey. Alles kaputt. Verdammt. Moment mal. Gnadenreiche Werner. Stimmt, ich muss rechts.
beten hier wahrscheinlich. Hier sind wir schon rum. Der Greifenkopf, der hängt immer noch da mit einer ausgelassenen Zunge. Mal da. Nicht so schnell, Plätze. Kann sein jetzt. Hä? Hat der sich schon wieder verritten oder was? Es wäre ein Umweg. Schneller. Einfach mal hier durch den Wald. Oder gegen den Baum. Langsamer. Hängen wir fest? Nee. Heya! Greifen wir eben hier querfeld ein, dann wird das schon irgendwie klappen. Dann stimmt schon unser Ziel. Hey, hier liegt schon komische Schnee. Luft, als ginge man an einem heißen Tag in einen tiefen Keller. Und der Nebel. Oh, da vorne wartet schon wieder irgendein Mist auf mich. Nicht schlecht. Her hier durch die. Tja, haben wir ihn gerettet. Geh weg! Lass mich zufrieden, wer immer du bist! Verschwinde! Beruhige dich, es ist vorbei. Alles vorbei, alles hoffnungslos, das vergesse ich nie. Na, erzähl mal, was hier passiert ist. Ich suche einen Mann namens Hendrik. Er soll in diesem Dorf leben. Ja, das hat er. Jetzt nicht mehr. Sie haben ihn in dieser Hütte erwischt. Wenn du seine Schreie gehört hättest, wie ein Mann schreien kann, wie er leiden kann. Ja, erzähl mir, was passiert ist. Jedes Detail. Sie haben sie alle erwischt. Die Sonne ging unter und die Dämmerung färbte sich blutrot. Ich dachte nur, seltsam, die Kröten haben aufgehört zu quaken. Jagd bestimmt. Oh. Der Typ. Ich weiß nicht, was geschehen ist. Nur Schrecken überall. Hendrik schrie. Dann flehte er. Am Ende hörte ich nur noch Stöhnen. Aua. Das reitet aber schlecht raus. Da muss man doch nicht gleich alles in Brand stecken. Verdammt.
verdammt. Die Geister waren hier nur kurz. Dennoch hat Frost das Dorf umhüllt, wie im Herzen des Winters. Warst du in der Hütte, als sie fortritten? Nein, da setze ich keinen Fuß rein. Nie! Lebe wohl. Finde deinen Frieden. Okay, jetzt müssen wir erstmal hier die Typen hier. Achso, das ist die Hütte von dem. Ich muss da hin. Was ist eigentlich da hinten in der Hütte? Da kommst du gar nicht rein, ne? Das Dorf wurde nicht geplündert, die Hütte auch nicht. Das waren keine Banditen. Schon alles abgeschlossen sein hier. Sieht aus, als wären die Leute eben noch hier gewesen. Was immer passiert ist, es ging verflucht schnell. So kleine Sachen. Wer weiß, was denen da zugestoßen ist. Komm mal rein hier. Ach, Gottes Willen. Er wurde gefoltert. Vielleicht haben sie etwas übersehen. Ich sollte eine Hose durchsuchen. Vielleicht ist was in der Jacke. Hat er was in den Stiefeln stecken? Stiefeln ist eigentlich immer, mal gucken, Hose. Mal seine Taschen durchsuchen. Ganz steif, als hätte sich jemand im Winter zum Trocknen rausgehängt. In der Jacke? Vielleicht ist etwas in seiner Jacke. Verdammt, er ist kalt wie Eis. Nichts hier. Doch in den Stiefeln hätte ich gleich nehmen sollen. Mal in die Stiefel schauen. Geronnenes Blut. Ein Schlüssel versteckt in seinem Stiefel. Muss zu einem Schlüsselloch passen. Hoffentlich ganz in der Nähe. So, mal gucken. Was sieht hier aus, ey? Eine Sauerei. Ein Luftzug. Da muss ein Spalt unter den Trümmern sein. Ich sollte wohl etwas aufräumen. Servierplatte. Nee, ist klar. Eine Servierplatte. Mach auf. Oh, sag bloß, wir müssen jetzt hier vorne stehen. Wieso macht denn der das Ding nicht auf? Will der mich verarschen? Jetzt macht das auf. Hä? Ist das Siri, oder? Interessant. In einem Versteck, in einem Versteck. Okay. Gibt es hier noch irgendwas? Und hinten gibt es noch was. Kohle ist immer gut. Kohle ist immer gut. Ein Buch. Toll. Lesen. Ein Bestandsbuch. Bezahlung für einen Getreidesack, fälliger Betrag für eine Ladung Holzkohle. Hendrik tarnte sich als Händler. Was ist das? Notizen zwischen den Einträgen. Schlau.
Interessante Überschriften. Vermisst und gesucht, betrunkenes Schwein, Kampf mit einer Hexe, Vorsicht ist angebracht. Vorsicht ist angebracht. Ich werde beobachtet, von wem und warum auch immer. Verstörende Hinweise. Aha. Der Hund ist weggelaufen. Wasser im Eimer ist festgefroren. Seltsames Glühen am Himmel beobachtet. Schlechtes Omen, sagen die Bauern. Okay. Kampf mit einer Hexe. Kampf mit einer Hexe. Das Subjekt landete im Sumpf und trat einer Hexe entgegen. Es kam zum Streit, Ursache unbekannt. Finde die Hexe. Rede mit den Bauern in Mittelhain. Vermisst und gesucht. Subjekt in Skellige und auch in Novigrad gesichtet. Aussehen unverändert. Aschgraues Haar. Gesicht mit Narbe. Meidet den Kontakt mit anderen. Der mit mich? Betrunkenes Schwein. Der sogenannte Baron brachte das Subjekt in seiner Burg unter. Oder besser, in seiner widerrechtlich besetzten Festung. Grund unbekannt. Sprich mit dem Baron in Krähenfels. Sie haben mitbekommen, dass Hendrik nach Ciri sucht. Darum die Folter. Ich bin zu spät. Mein einziger Hinweis, der Baron. Und eine Hexe. Verdammt. Finde die Hexe. Okay. Dann eben Hexe suchen. Jetzt müssen wir mal gucken, was haben wir denn in der Quest? Stufe 6 oder Stufe 5? Boah, hier Scheiterhofen, Novigrad. Stufe 7. 33. Dann kennt's. Mal hier gucken, was wir hier so haben. Questgegenstand, unser dämlicher Teller, irgendwelche Bücher, was ist das? Unbesuchter Entwurf, toll. Hab ich jetzt irgendwie die Quest angenommen? Begib dich zu Burg. Nee, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte das mit der Hexe. Echt nirgendwo rein? Kann mir nicht vorstellen. Doch, hier. Ich kann mal rein hier. Ach, hier gibt es irgendwelche Säcke. Schnur. Noch eine dämliche Servierplatte, toll. Dann reiten wir mal zu der Hexe, würde ich sagen. Gucken, wo die ist. Das ist auch noch eine Stadt. Die muss ja hier irgendwo sein. Ach, die ist hier hin. Oh, Gottes Willen. Von dort oben bis da runter. Wird ein langer Ritt. Also plötzlich reißt dich ja zusammen, mein Freund. Heya! Das fängt da schon gut an. So, jetzt. Nebel. Aber jedenfalls ist es 7 Uhr.
und die Sonne geht gerade auf. Ja, und wie es weitergeht in Witcher 3, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Wenn es heißt, wir suchen uns eine Hexe. Bis dahin, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hey ho! Tötet, wenn ihr die Götter liebt!